Mal ganz schnell die Reihen- und die Parallelschaltung. Ganz kurz erklärt, wie verhalten sich Ströme, Spannungen, Widerstände und so weiter und so fort. Wir gucken uns mal die Reihenschaltung an. Nochmal für die, die nach dem Wort Potentialunterschied gehen, wenn ich die Schaltung mal so anordne, ne? Ich habe die mal um 90 Grad gedreht, dann sieht das so aus. Und dann kann man sich gut vorstellen, dass hier verschiedene Spannungen abfallen. Ne? Potentialunterschiede sagt man auch dazu. So, wir nehmen uns die Waagerechte vor, das geht leichter, da kann man leichter schreiben und so weiter und so fort. Gucken wir uns also mal an, ich lege hier eine Gesamtspannung von 20 Volt an und lasse den Strom hier durch alle Widerstände fließen. Alle Widerstände gemeinsam, die erhöhen insgesamt den Gesamtwiderstand. Ja, jetzt habe ich das sogar vergessen aufzuschreiben. Man kann also noch sagen, R gesamt ergibt sich aus dem R1 plus R2 plus R3 und so weiter plus tralala, bis ich irgendwann den letzten Widerstand habe. Und die zähle ich ganz einfach zusammen, ich sag mal Rn dazu. So, das gilt hier auch und demzufolge dürfte das gar nicht mal so schwer sein. Der Strom, wenn ich den mal hier auftrennen würde, die Leiter auftrennen würde, der Strom, der hier jeweils zwischen den einzelnen Widerständen ist, der ist überall gleich. Also I gesamt bleibt I gesamt. Deswegen habe ich es so geschrieben. Und da wir wissen, dass nach der Größe der Widerstände auch die Potentialunterschiede entsprechend sind, kann man sagen, zum Beispiel über einem 2 Ohm Widerstand fallen dann 2 Volt ab. Das ist hier Beispiel auf 20 Volt insgesamt bezogen. Oder von hier bis hier, ich tippe hier mal mit den Messspitzen ran, werde ich, weil ich 4 Ohm und 6 Ohm zusammen 10 Ohm habe, also 10 Volt messen können. Oder über dem nur 5 Volt und so weiter und so fort. Oder von hier bis hier zähle ich diese Widerstände zusammen und dementsprechend die Spannung auch. Das ist alles gar nicht so schlimm. Leute, achtet auf die Links, wer sich nochmal ein bisschen tiefer da reinknien möchte und warum das so ist mit den Strömen, die hier durchfließen, der möge bitte hier auf die Links klicken. Dieses Video wartet hier, das ist kein Problem. Ihr guckt euch in aller Ruhe das andere Zeug an, wo ihr dann wirklich noch ein bisschen besser versteht. Und dann kommt ihr wieder zu diesem zurück und es geht hier an der Stelle weiter. Machen wir mal weiter mit der Parallelschaltung. Da fürchten sich die Leute davor, wegen dieser blöden Formel hier unten. Ich gehe mal gleich drauf ein, ist aber kein Problem. Wir gucken uns wieder das gleiche Beispiel mit 20 Volt an und ich habe hier mal einen 2 Ohm und einen 4 Ohm Widerstand parallel geschaltet. Parallel, weil man macht das ja in der Elektrotechnik so, Schaltpläne, die macht man ja richtig schick, immer schön in 90 Grad Winkeln und dann liegen die beiden Widerstände tatsächlich linienmäßig parallel, deswegen das Wort. So, wenn ich jetzt sage, der Strom, den ich hier durch die Gesamtschaltung schicke, der fließt hier los, ist I gesamt, werden wir dann merken, dann müssen wir uns vorstellen, der teilt sich einmal in diesen Zweig und einmal in diesen Zweig auf. Hier hinten kommen die Elektronen wieder zusammen, fließen wieder zurück. Ich könnte also I gesamt auch an dieser Stelle messen hier. Das wäre auch möglich. Oder ich könnte I1 auch hier an dieser Stelle messen oder I2 an dieser Stelle messen und so weiter. Die Spannungen, das dürfte eigentlich auch nicht so schlimm sein, wenn ich von dieser Stelle und dieser Stelle hier mal rantippe und sage, ich messe mal die Spannung, die da anliegt, dann ist das genauso, als wenn ich hier oder hier oder gar hier oder gleich an die Batteriespannung oder Versorgungsspannung, Gesamtspannung, wie man auch will, rangehe. Weil die Leiter ja für unsere Zwecke ausreichend ideal gut sind, ist das vollkommen egal. Ich könnte auch hier messen, ne, das entspräche diesem Messpunkt genauso, und hier messen, auch an dieser Stelle, von hier nach hier, ist die gleiche Spannung, liegt also überall gleich an. Da brauchen wir uns also keine Gedanken zu machen. Und da sich die Ströme aufteilen, sagen wir einfach, I gesamt ist I1 plus I2 plus I3 plus I4 und so weiter und so fort. Zu dieser Formel, die ist ein bisschen scheinbar blöd. 1 durch R gesamt ist 1 durch R2 plus 1 durch R1 und 1 durch R2. Ich mache das gleich mal an einem Beispiel. Müssen wir leider so rechnen, ist aber nicht schwer. Ich schreibe tatsächlich die Formel so hin und setze dann die entsprechenden Widerstände, in schwarz habe ich es gemacht, ein. Also ich muss hier wirklich 1 durch 2 und Ohm schreiben und 1 durch 4 und Ohm. Jetzt, da das ungleichnamige Brüche sind, erweitere ich hier in diesem Fall mal nur mit 2. Erweitern heißt oben und unten mal nehmen. Und dann kann ich sagen, das ist 2 durch 4 und Ohm plus 1 durch 4 und Ohm. Zusammengezählt ist es immer noch 1 durch R gesamt, ist 3 durch 4 und Ohm. Dann stürze ich, das heißt beide Seiten umdrehen,
Ich werde mal versuchen, immer noch zu den einzelnen Themen hier die Links anzubringen, obwohl das kaum möglich ist. Und dann ist R gesamt, ne? 1 durch R gesamt gestürzt, ergibt wieder R gesamt durch 1, das schenke ich mir. Achtung, 3 durch 4 wird 4 durch 3 und das oben rutscht auf den Bruchstrich, also kann ich es dahinter schreiben. Leute, macht das nicht hier, das ist nicht so günstig, denn wenn man hier mit rund 1,3 umarbeitet, kommt man dann bei der Berechnung auf ungenaue Werte. Wenn ich die einzelnen Widerstände hier und die Ströme entsprechend irgendwie ausrechnen möchte, stelle ich die RSU durch I-Formel, also jedes Mal für den interessierenden Kreis, hier ist U2 und I2 gemeint, einfach um. Wie Formeln umstellen geht, vielleicht kriege ich den Link noch unter und kriege dann die echte Formel raus, setze ein, kann dann entsprechend wieder die Einheiten kürzen, dann ergibt sich für diesen Zweig hier 5 Ampere und für diesen 10 Ampere. Und wenn ich das gleiche RSU durch I-Gesetz umstelle und auf I-Gesamt anwende, kriege ich tatsächlich 15 Ampere raus. 5 plus 10 ist 15, stimmt, ne? Also stimmt auch das wieder. Ich hoffe, das reicht. Und wie gesagt, die Links, die bringe ich hier an. Das war vor allem für die medizinischere Playlists Playlist und zum Schluss ja die üblichen Links zu den Playlists. Das seht ihr ja dann gleich. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Verstehen. Vor allem, wenn ihr euch hier nochmal auf die Links konzentriert, dann könnt ihr es wirklich ganz tief verstehen. Aber ich denke, das müsste so erstmal genügen. Also, alle guten Wünsche. Tschüss.